Geisterspiel im Stadion der Freundschaft, da die Coronavirus-Zahlen in Cottbus in der vergangenen Woche nach oben geschnellt sind und sich derzeit etwa 600 Personen in Quarantäne befinden. Und da sagt die Stadtverwaltung, Zuschauer beim Spiel des FCE gegen den Berliner AK. Es ist das erste Geisterspiel während der Corona-Pandemie für Cottbus. Bisher durften zumindest in beschränkter Zahl Zuschauer bei den Spielen mit dabei sein. In Berlin wurde das Stadtderby Tennis Borussia Berlin gegen den BFC Dynamo und das Spiel Altglienicke gegen Hertha 2 abgesagt. Lottner setzt in der Startelf auf Patrick Staub in der Abwehr, der den gelb gesperrten Matthias Rahn ersetzt, und Marius Renitschki im Mittelfeld. Die erste Möglichkeit im Spiel ist ein Freistoß aus zentraler Position. In der vierten Minute mit rechts versucht es Pelivan direkt über die Mauer und BHK-Keeper Kühn bekommt ihn gerade noch um den Pfosten gelenkt. Nicht schlecht als Chanceneinstand. Die folgende Ecke bringt Jonas Hofmann rein. Sie wird erst abgewehrt. Der Eckenschütze übernimmt aber den zweiten Abschluss und donnert die Kugel in Richtung langes Eck. Was für ein Schuss. Wäre der eingeschlagen, hätte das Netz ordentlich gezappelt. Energie bekommt rechts Probleme in der Rückwärtsbewegung, da verlieren sie den Ball und es geht schnell. Elgin Dowie wird nicht richtig gestört und nutzt die Lücke. Beyazid sagt nach dem Kurzpass Danke und netzt zum 0:1 ein. Beide haben schon für den FCE gespielt. Beyazid wechselte im Sommer in die Hauptstadt, Elgin Dowie spielte in der Jugend. Wieder ein frühes Gegentor für Lottners Team, das wollte er eigentlich schon abgestellt haben. Da sah Beyazids Gegenspieler Pelivan nicht gut aus. Er geleitet ihn nur in den Strafraum, anstatt an ihm vorbeizugehen. Energie bleibt am Ball und versucht sich durch den Rückstand nicht einschüchtern zu lassen. Lottner fordert an der Seitenlinie immer wieder Druck, Druck und meint damit den auf die Gegenspieler, wenn sie in Ballbesitz sind. In der 13. Minute versucht Felix Brückmann auf der rechten Angriffsseite nach Zuspiel von Hofmann durchzukommen. Sein Schuss sieht gar nicht so ungefährlich aus. Viel findet zwischen den Strafräumen statt. Energie kann bis zur 32. Minute nicht mit zwingenden Aktionen punkten. Da hat Tobias Eisenhut Platz, spielt nach rechts zu Adrian Jarosch raus und bekommt ihn über Brückmann wieder zurück. Da versucht er es selbst. Der Schuss war aber verbesserungswürdig. Das gesamte Spiel des FCE in der ersten Halbzeit ist aber auch verbesserungswürdig. Nach vorn geht nicht viel, hinten können sie zwar weitere gefährliche Möglichkeiten der Berliner verhindern, wirken aber in der Vorwärtsbewegung eher lethargisch als angriffslustig. Das muss und kann nur besser werden, wenn Lottners ungeschlagene Serie halten soll. Rückstände können sie ja, das haben sie in den letzten Spielen oft genug bewiesen. Nur da waren im Stadion der Freundschaft die Zuschauer da, um ihr Team nach vorne zu peitschen. Übernimmt das heute der Trainer? Eine erste Maßnahme, die mehr Offensivkraft bringen soll, ist die Einwechslung von Rico Gladro in der Halbzeitpause. Er übernimmt für Adrian Jarosch. Wer auf Besserung hofft, bekommt durch Beyazid in der 48. Minute direkt die kalte Dusche verpasst. Die Abwehr bekommt Elgin Dowie nicht vom Ball getrennt. Selbst im Fallen setzt er sich gegen Koch durch. Stahl will gegen Beyazid retten, verfehlt aber Ball und Gegner. Und der Berliner braucht nur noch ins leere Tor einlochen. 0:2. Dieses Mal haben die Gäste nur 3 Minuten nach Anpfiff zum Torerfolg gebraucht. Eigene Chancen sind bei Energie weiter Mangelware. In der 56. Minute helfen die Berliner durch einen verunglückten Rückpass mit und Felix Brückmann hat nur noch das leere Tor vor sich, könnte mit dem Ball reinlaufen, schiebt ihn nach vorn und zum Erstaunen der Anwesenden am Tor vorbei. Der Stürmer guckt genauso ungläubig wie auch die Berliner. Der Anschlusstreffer war sicher. Ein guter Zeitpunkt wäre es auch gewesen, aber es bleibt beim 0:2. Der Stürmer war bisher mit 5 Treffern gut unterwegs. An die Szene heute wird er noch eine Weile denken. Eine Minute später nimmt Lottner Marius Renitschki runter. Der Neuzugang fand heute keinen richtigen Zugriff zum Spiel. Für ihn kommt Nils Stettin. Auf der Gegenseite darf Beyazid seinen Arbeitstag nach einer Stunde beenden. Mit 2 Treffern bei 2 Chancen hat er alles für sein Team getan. Mit Orhan Yildirim kommt der nächste Ex-Cottbusser für ihn. Keiner greift Belegu, Kauter und Yildirim an. Die passen sich den Ball bis zum Strafraum. Kauter spielt sich selbst frei und kann flach nach innen passen. Das hätte bereits das 0:3 sein können. Belegu rutscht dann nur knapp vorbei. Pelivan kann den Ball aus der Gefahrenzone bringen. Von Energie kommt hier nichts, was Hoffnung auf den Anschlusstreffer geben könnte. Da muss ein Gedankenblitz her. Wenn vorne heute Spannung entsteht, dann eher durch Zufall wie hier in der 75. Minute, als Pelivan den Ball in den Strafraum schippt. Doch da ist selbst Eisenhut durch Kauters Flugeinlage zu überrascht und Pascal Kühn im BHK-Tor ist dran. Die Gäste sind hier nicht so viel besser, nur kommt vom FCE nichts, was sie in Bedrängnis bringen könnte.
Was heute den Unterschied macht, ist die nötige Aggressivität, die die Gäste hier trotz 2:0-Führung immer noch zeigen. So wie in der 80. Minute, da guckt die Cottbuser Defensive nur hinterher und wird überlaufen. Yildirim kommt noch zum Abschluss. Stahl muss sich richtig lang machen, damit es hier nicht 0:3 steht. Fairerweise muss man auch sagen, dass die Szene vorher hätte abgepfiffen werden müssen. Da Yajima unfair gegen Hoppe einsteigt, das hatte Klemm anders bewertet und laufen lassen. Das dritte Tor erledigen sie in der 82. Minute. Eine Gegenwehr durch die Cottbuser findet faktisch nicht statt. Von links kann Orhan Yildirim zu El Jindawi durchstecken, der das Tor für seinen Verein erzielt. Jetzt wird es langsam peinlich und der Berliner AK spielt hier gut auf. Drei Minuten vor Schluss findet Felix Brückmann dann doch nochmal den Weg zum Tor und schießt. Kühn ist geschlagen, aber die Latte verhindert das 1:3. Es läuft nichts zusammen heute und das Glück ist auch noch abwesend auf Energieseite. Das war schwere Kost. Am Ende kann die Mannschaft fast froh sein, dass heute kein Zuschauer im Stadion war. Das hätte ein gellendes Pfeifkonzert von den Rängen gegeben. Auch Trainer Dirk Lottner zeigte sich nach dem Spiel bedient vom Auftritt seines Teams. Er sagte, eigentlich sind wir gut in die Partie gekommen, hatten einen Freistoß und den Schuss und dann bekommen wir nach 4 Minuten den Gegentreffer und alles ist dahin. Bis Mittwoch hat er nun Zeit, die Fehler zu analysieren, um seine Mannschaft auf das Jena-Spiel vorzubereiten. Nach dem Auftritt heute eine Menge Arbeit. Ob Yannick Frick dann schon als Joker mit eingreifen kann, steht noch nicht fest. Lottner will sich den neuen Stürmer im Training anschauen und dann entscheiden. Wir sagen heute auch wieder Danke bei euch, den FC Energie TV Abonnenten, die das hier möglich machen. Wer uns unterstützen will, findet unter www.steadyhq.com/fcenergietv alles Nötige. Bis Mittwoch.